Ein großer Kritikpunkt an der PSA-gestützten Früherkennung ist ja der Vorwurf, es würde eine Überdiagnostik stattfinden und eine Übertherapie daraus resultieren. Ist das so haltbar, dieser Vorwurf? Ja, fordert uns letztendlich auch heraus, dass wir eben sehr klug mit diesen diagnostischen Möglichkeiten und auch mit dem PSA-Wert umgehen. Es darf auf keinen Fall ein Automatismus da sein, wenn ich einen Prostatakrebs diagnostiziere, sofort auch zu sagen, der Patient muss operiert werden oder er muss bestrahlt werden. Der Prostatakrebs ist ein sehr uneinheitlicher Tumor. Er kann sowohl in einer aggressiven Verlaufsform auftreten, als auch in einer wenig aggressiven Verlaufsform. Eben der Gewebebefund mit dem Gleason-Score zeigt uns recht genau an, wie differenziert ist der Tumor. Ist er eher aggressiv, ist er eher weniger aggressiv? Und das muss natürlich auch unsere Therapie bestimmen und unsere therapeutischen Empfehlungen. Und das ist letztendlich dann ein Resultat aus der Biopsie, die entnommen wird. Ja, die Behandlung, die Diagnostik und aber auch die Behandlung ist immer individuell. Sie muss immer auf den Patienten ausgerichtet sein. Und wir haben heutzutage eben sehr gute Möglichkeiten, auch einen Patienten überwachen zu können. Hat er also einen Prostatakrebs, der wenig aggressiv ist, der noch gute Differenzierung aufweist und der Patient hat auch schon ein Alter, wo man weiß, dass der Prostatakrebs nicht mehr so aggressiv wächst und nicht so schnell wächst, dann hat man hier eben eine gute Ausgangssituation, auch den Patienten erstmal aktiv zu überwachen. Das heißt also, den PSA-Wert zu überwachen, den Tastbefund zu überwachen und auch in gewissen Abständen einen Gewebebefund zur Überwachung hinzuzuziehen. Das hat eine ausreichende Sicherheit, damit der Patient nicht eben in eine Situation kommt, wo wir den Tumor nicht mehr heilen können. Muss man denn, wenn der PSA-Wert erhöht ist, zwingend eine Biopsie machen? Nein, also das darf keinen Automatismus geben, dass ein erhöhter PSA-Wert sofort zu einer Biopsie führt. Die Indikation zu einer Gewebeentnahme in der Prostata, der muss sehr, sehr streng gestellt werden, muss auch mit dem Patienten eingehend besprochen werden. Letztendlich ist es eben wichtig, genau abzuklären, warum ist denn der PSA-Wert erhöht? Gibt es andere Störfaktoren? Die müssen erstmal ausgeschlossen werden. Und da haben wir genaue Möglichkeiten, eigentlich mit den anderen Untersuchungsverfahren wie Tastbefund, Ultraschallbefund, zunächst erstmal auch genauere Informationen zu bekommen, was ist mit der Prostata los. Aber wenn wirklich der Verdacht da ist, dass hier eben der PSA-Wert über einen längeren Zeitraum auch wirklich erhöht ist, dass das also eindeutig nicht auf Störfaktoren zurückzuführen ist, dann ist auch indiziert, eine Gewebeprobe vorzunehmen.